So, wir nähern uns Phase 7 und 8, brauchen aber noch die adaptiven Steuereinheiten. Das heißt, die nächsten Folgen wird es darum gehen und ich nehme euch mit in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin gerade hier in unserem Weltraum-Hub und hier können wir nämlich einmal nachgucken. Schwuppdiwupp. Was fehlt uns noch? Nee, hier fehlt uns nichts. Doch, das fehlt uns tatsächlich noch. Ein Meilenstein und ein paar Inventarplätze nehmen wir doch liebend gern. Gasmaske und Gasfilter, ja, kann man mitnehmen. Ne, aber dann haben wir hier tatsächlich alles abgeschlossen. Was ist noch irgendwie... Lang genug von, sehr schön. Abzuwiegeln gibt. So, dann haben wir hier alle Stufen freigeschalten. Ich krieg wieder... Boah. Mach mal leise, Puppe. Meine Güte. So. Das haben wir hier fertig. Und hier haben wir, glaube ich, auch mal was. Katerium. Guck mal hier, hier können wir schon mal die Netzschalter fertig machen. Forschung starten. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wo setzen wir diese schöne Fabrik oder dieses Fabrikgebäude hin. Meine Überlegung war, das würde sich hier, glaube ich, ganz gut machen. Ne, wir werden ordentlich Platz brauchen. Wir können ja gerade einmal gucken. Manufaktor, ich weiß, es gibt ein Tastenkürzel, das ich schon wieder vergessen habe. Was, X? Hier, yeah, ich glaube, es war X. Adaptive Steuereinheit, da haben wir es. So, wir brauchen... Automatische Verkabelung haben wir von irgendeiner der vorigen Stufen. Ne? Die können wir uns abzweigen. Wir brauchen Platinen. Die stellen wir separat her. Wir brauchen modulare Rahmen, irgendwie ein pro Minute. Auch easy, zweigen wir von der Dingsfabrik ab. Na, wo ist sie? Hier. Von der modularen Rahmenfabrik, da haben wir ja extra ein bisschen mehr hochgezogen, in weiser Voraussicht, dass wir es brauchen werden. Und ist nicht geil, ich habe eine schöne pinke Rickets-Tasse. Sexy. Und wir, ja, müssen daher gar nicht so ein riesen Fabrikgebäude hochziehen. Wir brauchen die Teile eh nie wieder. Und meine Güte, tut mir denn nicht weh, wenn ich da ein paar modulare Rahmen und sowas abzweige, zumal ich davon eh ordentlich... Überproduktion habe. So, hier war das. Muss ich nochmal suchen? Das ist scheiße. So, Platinen stellen wir jetzt also her und wir stellen Platinen und Computer. Beides so eine Plastikfresser, ne? Na egal. Und automatisch verkabeln. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die wirklich nur... Ja, eigentlich brauchen wir die ausschließlich für einen Weltraumlift oder brauchten. Das heißt, die können wir eigentlich auch aus dem Zentrallager holen. Ist gepflegt drauf geschissen. Ne, und dann machen wir uns einfach eine Förderstrecke darüber. Ja. Bevor ich hier lange schnacke, würde ich sagen, ich hole mir einen frischen Kaffee. Ich sammle nochmal ordentlich Ressourcen ein, damit wir hier keine Engpässe haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich dann auch schon wieder. Boah, jetzt Kaffee in meinem Mund. Korrigiere in meinem Hals. Unschön. Aber anderes Thema. So, ich hab A, Ressourcen geholt und B, euch die Asphaltierungsmaßnahmen hier mal ein bisschen erspart. Und ich habe noch ein bisschen umhergeguckt. Ich habe nämlich keinen Plan mehr, wo ich die adaptiven Kabel hergestellt habe. Ich könnte jetzt irgendwie 70 Folgen Let's Play durchgucken, um das irgendwie zu erfahren. Aber ne. Ne, das tue ich mir nicht an. Also werden wir hier auch nochmal adaptive Kabel herstellen. Und diesmal werden wir mal gucken, wie wir das hier alles einrichten. Ich würde gerne einen zentralen Ressourcenzugang haben, den wir auch ein bisschen größer gestalten. Und wir werden einführen. Schwere modulare Rahmen, ein Förderband. Computer, zweites Förderband. Ich habe nochmal nachgeguckt, wir stellen gar nicht so viele her. Irgendwie 2,5 pro Minute. Und ja, steht auch da. Das ist ja super, das ist neu. Geil. Das gefällt mir. Wir stellen 2,5 pro Minute her und werden davon dann 1 pro Minute werden wir abzwacken, das ist dann halb so wild. Platinen hingegen werden wir vor Ort herstellen. Ne, das Plastik müsste hier eh über das zentrale Laufband kommen. Und Kupfer müssen wir eh noch eine neue Quelle erschließen wegen dem modularen Motor.
Ist also auch nicht das Problem. Das heißt, wir brauchen Zufuhr. Kupfer, Eisen, Kohle wegen den Statoren. Ja. Wir brauchen Zufuhr, nochmal Kupfer, Plastik kommt dazu. Wir brauchen ein Zufuhr modularer Rahmen, sind wir bei 5. Und wir brauchen ein Zufuhr für Computer. Bam. Das ist gar nicht mal so wenig. Das heißt, 6 Eingänge. Ich rechne nochmal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Also 6 Wareneingänge. Okay, dann müssten wir vielleicht mal anfangen mit, wo fangen wir damit an? Ich habe ja gar nicht so viel Platz für die Fabrik. Das ist ja relativ begrenzt. Man könnte also überlegen, ob wir hier zwischen einfach so einen großen Wareneingang hinklatschen. Wenn wir das hier... Ja, 3 passt fast. Ja, auf jeden Fall 2 breit. Ja, und dann vielleicht noch einen wieder rüberziehen. Wir könnten das mal probieren. Ne? Das heißt, wir hacken. Ich habe euch doch nicht alle Betonarbeiten erspart. Es tut mir leid. Es tut mir in der Seele weh. Ich habe hier schon wieder einen Haufen Scheiße. Wie kommt das? Hack mal weg den Scheiß, komm. Den ganzen Schlonsbaum. Eng. Oh, wenn er nicht auf das Ding drauf snappt, man kotzt im Strahl. Ekelhaft. So, das hier ist alles eine Höhe. Das heißt, ich fall erstmal wieder in meiner Dummdösigkeit runter. So, das müssen wir auch nicht zu tief machen. Müssen wir nicht übertreiben, ne? Wir sollen zwar 2 Bänder hin, aber zu viel ist dann ja irgendwann auch nicht schön. Habe ich wieder auf Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Ich war KLUK. So, und dann kicken wir mal. Das ist breit genug. Hier kriegen wir auf jeden Fall 2 Förderbänder hin. Ich würde tatsächlich hier einmal so anfangen. Und dann klatschen wir die hier drauf. Ne, dass wir die gleich über uns haben. Und ich hier... Jetzt kommt natürlich ein Autosave. Boah, Junge! Nervt mich nicht. So, ich bin gespannt, wie lange es dauert. Neuer Prozessor. Zack, genau im Autosave. Oh, da hängt der Sound im Ohr. Geil. Und dann ist das nicht mal fertig. Aber es geht noch relativ flott. Oh, die neue CPU macht sich bezahlt. Herrlich. Ne, weniger bei Satisfactory als ich... Ah, nee, eigentlich nicht weniger als ich erwartet hätte. Ich habe genau so wenig erwartet. Weil Satisfactory ja leider dazu neigt, CPUs nicht vollständig auszunutzen. Hm, naja. So, und dann bauen wir uns hier einen schönen Kanal lang. Haben wir die Fundamente hier. Ich würde mal tatsächlich mit diesen Röhren arbeiten wollen. Wo sind sie? Hier. Ne, das legen wir einfach links und rechts einmal lang. Dann haben wir das Gras unten weitestgehend weg. Wirklich nur weitestgehend. So. So. Ja, man sieht noch ein bisschen was vom Stein. Das ist... unschön, aber lässt sich, glaube ich, in dem Fall nicht wirklich ändern. Wir könnten hier nochmal so eine Platte hochlegen. Ist aber eigentlich auch dumpfig. Naja, lass mich. Dass ich diese Kettensäge noch in der Hand habe, ne? Das ist jedes Mal so ein... Oh, nein, ich will den Sound nicht hören. So. Dann kommt die hier oben drauf, weil mehr Zugang brauchen wir ja gar nicht. Zack, zack, zack. Das ist schon relativ... übertrieben, was ich hier mache. Aber egal. Darf er ruhig mal ein bisschen größer werden. Ne? Man sagt mir ja immer, Müller, denk mal größer. Jo, mach ich. Kriegen wir hin. Dann können wir hier auch ein paar Bäume stehen lassen. Das finde ich dann gar nicht schlecht. Alter, halt die Fresse. Meine Güte. So, Kaffee. Doppelt gut. Ich habe jetzt schon wie viel Zeit verschlunzt? 5 Minuten für nix. Super gut. Das löppt ja. So, jetzt habe ich hier oben das Problem, wenn ich da... Wenn ich da was drauf baue, dann sieht das da scheiße aus. Wahrscheinlich. Obwohl, wir gucken mal. Wir sitzen es einfach so drüber. Und ich glaube, dann geht das klar. Ja, jetzt ist es dunkel. Logo. Ich glaube, damit kann ich leben. Ja, finde ich sogar gar nicht schlecht. Machen wir so.
Ne, damit wir nachher diese Dachplatten hier oben drauf nicht sehen, weil ich das immer irre hässlich finde, wenn die irgendwie über die Dings drüber gucken. Über die Wände. So. Dann brauchen wir aber hier vorne nochmal ein Gate. Ich würde das sogar ein bisschen eingelassen machen. Ich glaube sogar... Noch ein weiter? Bin mir gerade nicht sicher. Ach komm. Müller, sei nicht dumm. Sei doch einfach mal weniger dumm. Ja, wir machen das mal so. Ja, finde ich gut. So, gucken, dass das richtig rum drauf sitzt. Hier tut's das nicht. So, und dann kann die Zufuhr hier irgendwann reindösen. Ne? Wo wir hier die Bänder hinschlonzen, ja, müssen wir mal gucken. Ne, wir haben hier oben ja ein bisschen was liegen. Da haben wir ja Plastik, meine ich, Gummi und... irgendwas. Es wird schon was sein, ich bin mir ganz sicher. Gut. Da links und rechts. Ach komm. Ist ja gleich weg. Komm hier einmal schon mal Wände hin. Einfach aus Prinzip. Und dann haben wir doch einen relativ schönen Eingang oder Zugang zur Fabrik. Und lockern die Form am Ende gleich ein bisschen auf. So, dieser Felsen ist komisch. Aber den werden wir einfach irgendwie mit einbauen. Ne, wir machen den hier einfach so. Und dann juckt das keine Sau mehr. Gehen noch ein weiter. Und dann haben wir hier doch schon mal die Form vorgegeben. So. Zack. 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 Und kicken uns das hier auch gleich mal an. Und dann sollte das, glaube ich, ganz gut passen. Das ist doch ein schöner Eingang. Das ist doch ein sehr schöner Eingang. Dann arbeiten wir hier nämlich mit den Freunden. Und hier werden wir links und rechts werden wir die Waren verteilen. Ne, hier machen wir so Liftschächte nach oben. Ne, und gucken dann, was wir wo brauchen. So, jetzt müssen wir mal gucken, mit was wir hier anfangen zu produzieren. Ich brauche doch nochmal meinen... Ne, nicht Fabrikator. Ich brauche einen Manufaktor. Ich baue den ein bisschen weiter weg, damit er nicht so im Weg steht. Adaptive Steuereinheiten brauchen wir. Wo ist mein Kaffee? Da ist mein Kaffee. So, dann fangen wir doch mit den automatischen Verkabelungen an. Ich glaube, das ist fast schon die sinnigste Herangehensweise. Das heißt, wir brauchen wieder Statoren. Nicht, dass wir die letzte Folge erst gebaut hätten. Und Kabel. Kabel sind ja echt easy. Ja, wir werden das hier ins Erdgeschoss ballern. Ja, und viel mehr produzieren wir. Platinen produzieren wir hier noch. Ja, wir gucken mal, wie viel Platz wir dafür brauchen. Fangen wir also mit Statoren an. Das heißt, Kupfer wird von hier kommen. Weil wir da, glaube ich, auch ein Kupferband haben. Wir gucken das mal einmal nach. Jetzt muss ich den ja hier langlegen. Unschön. Oder für irgendwo Kupfer lang? Nö, noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Was ist denn da ganz oben drauf? Kupfer! Na, guck mal einer an. Wo läuft denn das hin? Das läuft hier direkt rein. Und offensichtlich haben wir hier noch ein bisschen... Wo ist das dann hin? Nach hier unten. Versorgt wahrscheinlich die... Modularen Rahmen. Wo man da Kupfer? Wer weiß es. Wahrscheinlich. Aber wir können da was abzweigen und ebenfalls hier rumführen. Das heißt, der schicke Kasten hier kriegt nochmal einen kleinen Aufbau. Ne, und nochmal einen Zugangsschacht. Machen wir es gleich. Können wir eigentlich gleich machen. Lass hoch mit dir. So. Und um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Also erstmal kommt hier... Das kommt auf. Ja, kommt. Ja, erstmal schon. Und dann machen wir einmal. Hey. Ja, ein bisschen eng, ne? Bisschen sehr eng. Dann müssen wir es hier hinbauen. Hilft ja alles nichts. Aber ja, ich bin auch doof. Vielleicht.
Obwohl doch, wir könnten das... Ja, doch, hier oben drauf ein bisschen Farbe ist dann vielleicht gar nicht schlecht. Nachdem das Untergeschoss komplett weiß ist, könnten wir hier mal ein bisschen Farbe reinbringen. Wir lassen es erstmal so und dann gestalten wir das hier gleich um. Knack, Farbknarre, Farbe auswählen. Putz, 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 putz. Macht er gleich zweiseitig, oder? Ja. Sauber. So, dann können wir hier nämlich mit einem Splitter arbeiten. Irgendwo zumindest. Logistik, Förderbandsplitter. Ich hätte ihn hier ganz gern so mittig wie möglich. Ohne dass das allzu sehr glitscht. Boah, das ist ja wie gewollt. Wahnsinn. Nehmen wir so. So, dann muss hier aber auch nochmal so ein Teil rauf. Weil irgendwo muss es ja wieder rauskommen, ne? So, das wird jetzt aber wahrscheinlich kein sauberer Abzweig. Nee. Das heißt, wir müssen hier doch nochmal ein paar Platten draufsetzen. Was am Ende ja auch gar nicht so schlimm ist. So. Ey, nicht zu weit. Bis hier, bis da. Und das wieder weg. Und dann kann man hier schön reingucken. Das kommt noch rot. Und ich hätte hier, glaube ich, auch ganz gern irgendwie einen Zugang, dass man da irgendwann auch mal wieder rankommt. Zumindest mehr oder minder. Wie ist denn das? Wenn wir hier jetzt... Kriegen wir da noch Dings ran? Nee. Dann bauen wir tatsächlich nochmal um. Kommen wir einmal weg. Dann bauen wir einmal die hier dazu. Na komm. Einmal so. Und einmal so. Was ist denn das da? Na, die brauche ich doch noch. Fuck, ey. So, dann hier. Und dann gehen wir nach hier. Dann brauche ich hier aber auch noch eine. Scheiße. Sollten wir auch sauber rumgehen, ne? Wo liegen wir da? Genau dazwischen. Quasi hier. Dumm, 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 dumm. Ich und meine Förderbandführung, ey. Ist auch der Shit. So, dann kommt das weg. Das weg und das weg. Und hier bauen wir einmal ein Tor rein. Genau das. Zack. Und dann hat es auch einen Sinn, dass das hier oben ein bisschen rot ist. Quatsch. So. Zack, zack. Und dann kann man hier zumindest immer noch mal reingucken. Dann sollte ich das da aber wegnehmen. Na egal. Hier zumachen. Und dann gucken wir mal von unten. Bin ich zufrieden mit. Bin ich nicht zufrieden mit. Machen wir nochmal anders. Wir bauen hier nochmal... Wo haben wir es denn? Na, wo haben wir diese scheiß schrägen Platten? Alter, es sind so viele Fundamente. Und dann die hier nochmal rauf. Versuchen das so ein bisschen wenigstens aufzulockern. Da können wir leider nichts hinbauen, da jetzt dicht ist. Und du kannst dann aber weg. Können eigentlich alle weg. Stößt mich dann hier nicht. Und gucken nochmal, ob mir das formmäßig... Ja, das gefällt mir ein bisschen besser. Ah, dieses Farbliche, dass das da jetzt nur einmal so ist, finde ich ein bisschen assi. Da muss ich mir vielleicht nochmal was überlegen. Aber erstmal können wir das jetzt hier rumführen und dann können wir das hier hinten beim Eingang abgreifen. Okay. So. Das heißt, Kupfer kommt. Hier hinten kriegen wir keine Statorproduktion hin. Das heißt, wir müssen die hier hinbauen. Hier hätte ich gerne wenigstens noch ein bisschen Luft bis zur Rampe da hinten.
Ich stecke mir das mal gerade einmal ab. Ja, so ist in Ordnung. Und dann ziehen wir hier einmal. Boop, die Tore lang. Die Wände. Tore. Alter. Mal wieder falsch rum. Super gut. So, und dann. Ich glaube, hier gehen wir tatsächlich mal bis zur Kante ran. Ja, nicht ganz, ne? Das ist ja scheiße hier. Dann kommen da die Fundamente bei Zeit nochmal weg. Und wir ziehen das Ganze bis hier hinten rüber. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheiß? Verkleiden wir irgendwie. Ja, wir müssen höher als zwei Fundamente. Das heißt, das klappt schon mal nicht. Aber. Aber wir könnten hier erstmal da aufmachen. Kommt wieder so ein schönes Doppeltor rein. Und zack und zack. Nee, das Doppelt, das macht überhaupt keinen Sinn. Da will ich ja gleich was hinbauen. Das heißt, da kommt ein Tor rein. Und dann könnten wir hier so ein Türmchen nach oben bauen. Ne, wo wir dann nachher hochlaufen können. Und dann können wir da irgendwas Schönes nämlich hinklatschen. Nehmen wir die hier, ist die Frage. Ich habe die ein bisschen lieb gewonnen und ich hoffe immer noch, dass irgendwann hier so eine Halbfundament-Dinger kommen. Die ich hier hochziehen kann. So, und dann sehen wir diesen hässlichen Schlons nicht mehr. Eventuell machen wir da auch einfach so ein... Pass mal auf, genau. Wir ziehen das hier lang. So. Und dann Organisation. Ich glaube, ich habe noch nie das Gebäude im Voraus so sehr geplant. Macht das Sinn? Das macht keinen Sinn. Das macht eigentlich aber auch keinen Sinn. Entweder mal so. Puh, hier können wir eigentlich... Wisst ihr was? Ich finde die eh immer hässlich. Wie die Pest. Hasse ich die eigentlich? Wo ist der denn gerade gesnappt? Auf halbem Weg, ey. So. Und dann kriegen wir den hier ran. So, dann können wir hier nämlich nochmal eine Kurve ranbauen. Zack, zack. Hier gehen wir nochmal in Höhe. Zack. Dann hier rum. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ist egal. Ist egal. Ganz regal, ganz regal. So, wir bereiten das mal einmal vor und gucken, wie es am Ende aussieht. Egal, wie hoch wir hier am Ende müssen. Hier könnte man einen Weg nach oben machen auch. Das machen wir lieber, dass man hier gleich hochkommt. Das heißt, hier noch einen geraden Steg. Das müsste auch passen. Und hier machen wir dann... das war ein Spade. Mal so. Dann kommt man hier nämlich weg. Bauen wir hier nur eine Tür rein? Ich glaube, ich mache hier mal nur eine Tür. Ja, ich mache hier nur eine Tür. Dann kann hier nämlich eine Kurve hin. So. Und dann geht es hier wieder hoch. Zack, zack. Und dann sind wir eigentlich auch schon da, wo wir hinwollen am Ende. So. Und dann können wir nämlich Wände. Also, Tür links. Damit fangen wir an. So, hier brauchen wir dann nämlich keine Tür. Das heißt, da können wir ganz normal mit Wänden arbeiten. So, dann haben wir wieder ein bisschen Bewegung im Gebäude. Ich will nämlich keine vierkigen Klötzer mehr hier hinbauen. Es geht nur auf den Trichter. So.
Ne, klar, hier ist immer noch 4 Gigaklotz, aber das wird von oben mit Sicherheit ein bisschen besser aussehen. So, so, so. Halt. Da soll es ja gar nicht. Und da soll es eigentlich auch nicht. Jetzt wird ein Schuh draus. So, Wände. Ich weiß nicht, warum ich wieder nicht mit der Maustaste genutzt habe, aber scheißegal. So, so, so. Da kann man vielleicht nachher nochmal mit Scheiben arbeiten. Aber dann haben wir das zumindest ein bisschen abgegrenzt und ein bisschen Bewegung. Eventuell kann man hier nochmal, ja, weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Aber das ist doch okay. Ne, da ziehe ich nochmal Scheiben rein dann. Und dann sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Ich mache hier heute offensichtlich eine kleine Designfolge. Naja, gut. Mal was anderes. So. Dann kommt von da das Kupfer. Das heißt, wir fangen hier an, unsere Statoren zu produzieren. Und die brauchen allem voran. Produktion. Ich habe auch einen Kopf wie ein Sieb, ne? So, wir fangen hier den Statoren an. Wir brauchen Draht und Stahlrohr. Wie viele Statoren brauchen wir eigentlich? Wir brauchen... Moment. Nee, kein Manufaktor. Bist du doof? Fabrikator. Für die automatischen Verkabelungen brauchen wir 2,5 Statoren. Wenn wir den voll, können wir also auf 50% hier setzen. Zack, 2,5 pro Minute. Dann braucht ihr 7,5 Stahlrohre und 20 Draht. So, Stahlrohre. Brrt, machen wir in dem Konstruktor. Das heißt, der wird hier am Ende irgendwie rumlungern. Na, komm schon. Du machst Stahlrohre und brauchst... Na, wir brauchen nur... 7,5! Oh Gott, das sind 37,5%. X... Ne, warte mal. Irgendwie hier... Der Dings hatte mir gesagt, irgendwie kann ich hier... Ich hab doch hier... Da, N. Okay. 30 und 37,5. Das heißt... Jetzt habe ich die Taste wieder vergessen. Mann! Ja. Grandios, Müller. Grandios. Das ist Licht. N. Merkt ihr N. 30... Mal... Nee, nicht plus. Mal... 0,375 sind 11,25. Das heißt, wir brauchen 11,25 Stahlbarren. Dann brauchen wir hier eine Gießerei. Du machst die Stahlbarren. Wir können vielleicht sogar noch ein Stückchen nach hinten dann. Jo. Hier können wir hin damit. Jetzt die mittig. Ja. So, Stahlbarren. Wir brauchen nur 11,25. Das ist genau ein Viertel. Das ist ja herrlich. Das heißt, die läuft, braucht, nimmt nachher gar nicht so viel Erz und Kohle ab. So, dann kannst du, kommst du ein näher ran. Nee, eigentlich kannst du so stehen bleiben. So. Ja, schön. So, dann haben wir das Problem mit den... Ne, was brauchen wir denn da? Dann brauchen wir noch Kabel. Das heißt, wir führen hier Kupfer... Wir führen Kupfer ein. Wieder ein bisschen was eingeführt. Das würden wir gleich daneben machen. Brut. So. Hier produzieren wir Draht. Wie viel brauchen wir da? Ja, hier. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr. Wo ich denn hier? Stellen wir mal um. Rezepte auswählen. Was wollte ich denn jetzt? Genau. Statue.
brauchen wir, wie gesagt, nur 50%, ne? War das so? Achso, hier. Ach Mann, ey. Mach mir das alles fertig. Ist alles so belastend. So, wie viel brauche ich nochmal? Quatsch hier. Machen wir Verkabelung. So. Ach, da kommen nur 2,5 raus. Wir brauchen 7,5. Ups, und schon wächst das Ganze. Das ist ja irre. Upala. Das war ja... So. Das heißt, wir brauchen doch volle Lotte. So, 2,5. Das heißt, wir brauchen davon direkt mal 3. Wir gucken mal, ob wir die hier hinkriegen. Fabrikator. Nach hinten hin hätte ich gerne ein bisschen Luft. Eins. Ach, die kann man ja nicht direkt nebeneinander setzen. Scheiße. Dann lassen wir einen halben frei. Zwei. Und drei. Ihr macht alle automatische Verkabelung. Automatische Verkabelung. Automatische Verkabelung. Schon wächst das ganze Werk. Herrlich, oder? So. Und ich rechne hier blöd rum. Da hat sich die ganze Überlegung hier eigentlich schon erledigt. Scheiß noch eins. Manchmal bin ich total der Vollidiot, wisst ihr das? So. Die drei brauchen. Wenn die drei brauchen. So, brauchen wir 7,5 statt Tor. Das ist auch schon mal was ganz anderes. Du stellst... bin jetzt blöd. Hier. Das heißt, wir brauchen zweimal Statoren, richtig? 5 Minuten. Also beide, einer auf volle Lotte und einer auf Hälfte. Wird ja am Ende noch kompliziert hier. So, dann kommt ihr nochmal weg. Wieder mal ein Haufen umsonst gebaut. Schön. So. Dann machen wir das so. Ein hier. Und ein hier. Zack, zack. Du baust Stator und du baust Stator. Du auf Hälfte. Mhm. So, 7,5 plus 15 sind 22,5. Stahlrohre brauchen wir. So, dann gucken wir mal einmal. Ne? Konstruktor vorgelagert. Ne, hier nicht. Stahlrohre. 20. Was ist denn das für eine Scheißzahl? So, wenn wir das hier auf 11,5 stellen. Das ist eine richtig behämmerte Zahl. Aber gut, da kommt am Ende eh nur Stahl rein. Echt jetzt? Was ist denn das für eine behämmerte Zahl, ey? Das ist doch scheiße. 22,5 ist richtig bescheuert. Wird sich fast lohnen, den hier zu übertakten. Damit er 22,5 schafft. Ich glaube, das mache ich auch. Obwohl, nee, ist auch, finde ich auch doof. Machen wir hier 11. Und beim anderen 11,5. Nee, beim anderen 12. Guck mal, was ist das für eine Zahl? Ja, 11 und 12. Das ist besser. So, hier muss ich jetzt ein bisschen Platz schaffen hier. Zack, Konstruktor. Das werde ich hier alles nicht hinkriegen. Ah, jetzt habe ich... Ich hätte da nur 2 löschen müssen. Aber gut, ich kann die gleich neu ausrichten. Das ist ja auch schön. So. Platz nach hinten lassen. Zack. Ein so. Ein so. Kann ich hier zwischen noch irgendwie das wahrscheinlich eventuell zurückführen. Das ist ja auch ganz schön. So, und ihr werdet dann die Statoren herstellen. Ich bin heute irgendwie unausgeglichen, was?
Warum ist jetzt meine Webcam ausgegangen? Ich bin weg. Moment, Problemlösung. So, da sind wir wieder. Keine Ahnung, was es war. Ich glaube, Android hat irgendwie den Prozess gekillt, obwohl es das nicht sollte. Aber ist ja auch lax. So, wir sind damit erstmal bei den Gießereien jetzt angelangt. Die hier ans Ende einmal hinkommen. Wir brauchen, wie wir leider gelernt haben, gleich zwei davon. So. Irgendwie, manchmal habe ich echt einen Knick in der Optik. Das ist ganz ekelhaft. Eine setzen wir hier hin. Und dann lassen wir ein bisschen Luft und setzen die zweite so halb daneben. Haben wir hier hinter genug Luft? Ja, hier können wir Bänder lang legen, oder? Was meint ihr? Ich denke schon. Ne? Hier ein Dings hoch und dann legen wir die einfach da oben. Ne, da oben will ich die nicht lang haben. Dann müssen wir sie da lang legen. Da überlegen wir uns sowas. Wir finden schon eine schöne Möglichkeit. So, und dann war hier beides Stahlbahn. Und einer musste auf 60 laufen. Und der andere auf 55, wenn ich mich nicht irre, ne? 24,275. Moment. Quatsch. Jetzt haben wir die hier zu weit vorne. Ich bin ein Idiot. Und ich kriege es immer wieder hin, zu erscheinen wie ein Idiot. Danke für den Hinweis, Schabernack. Der hat mich tatsächlich gefragt, wie kommt es eigentlich, dass du schon etliche Stunden Spielzeit hast und trotzdem es immer wieder schaffst, dich irgendwie glatt anzustellen. Ja, das ist... Ich würde das Superschurkenfähigkeit nennen. Mann! So. Ne? Man will es ja unterhaltsam lassen. Halten. So, das heißt, die beiden können jetzt weg. Und dann haben wir hier zwei Konstruktoren. Jetzt aber. Meine Güte. So, dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Das ist ja herrlich. Zack, einer hinten. Einen hier hin, einen gleich daneben. So, und die sollen jetzt Stahlrohre machen. Und zwar einmal auf 60%. Ich guck nochmal, ob das Video läuft. Gute Idee, Markus. Und einmal auf 55%. So, und dann kriegen wir genau 11 und 12 sind bei 13, haben einen minimalen Überschuss. Ne, kommen auf 25 und benötigen 25? Ne, 23. Gut. Ne? 60% von 30. Oh Gott. Zielproduktion 12, Zielproduktion 11. So, sind wir bei 23. Ja, okay. Und kloppen hier dann raus. 15 und der hier läuft ja nur auf halbe Kraft. So. Zielproduktion 2,5. Zielproduktion 5. Sind wir bei 7,5? Können auch beide auf 75 eigentlich machen, ne? Macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Ja. Saubere Produktion. So. Dann sind wir bei 7,5, die wir produzieren. Und das ist doch erstmal Tutti. So, 7,5. Drei Viertel davon. Krumme Zahl. Genau, 22,5. Das war die scheiß Zahl. So, das heißt, das kommt hin. So, wenn du mit 60% läufst... Und du mit 55. Oh, ich hasse Mathe, ey. So. Oh Gott. Oh Gott. Wie viel? Ah, Stahl brauchen wir jetzt. Moment. Oh, dass er das hier nicht übernimmt, ne? Das ist so asig. Ich muss dem wahrscheinlich jetzt einmal Strom geben, wenn das funktioniert. Wir machen das mal einmal. Wir holen uns mal einmal eine Stromleitung her. Das ist mir hier zu affig. Es kommt davon, wenn man Strom überall versteckt. Super. Dann versuchen wir das mal einmal. Wo haben wir Strom? Strom. Du kriegst von irgendwo Strom, also muss hier auch irgendwo Strom sein. Guck mal, da ist einer. Den holen wir jetzt hier rüber. Provisorischer Stromaufbau. So. Komm rüber hier. Komm rüber, habe ich gesagt. So.
knolzen uns den hier einfach hin und dann sparen wir uns ganz viel Mathe. So. Daran, 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 daran. So, und jetzt sollte der laufen, tut's aber nicht. Warum aktualisiert ihr das nicht? Das ist doch... Das ist doch Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Okay. Oh, ich rechne im Quadrat. Ich bin dafür gerade echt nicht gemacht, ne? So. 60%. 60% von 30. N. 30 mal 0,6 plus. Wieso ist da nicht plus? Da ist plus. Ah, 30 mal 0,6 plus 30 mal 0,55. 34,5. Jetzt haben wir es. So. Was mehr nicht? Echt jetzt? Moment. 45 haust du raus? Das rechnen wir nochmal nach. War das richtig? Moment, Moment, Moment. N. 30 mal 0,6 plus 30, ja. Ja, ja. Wir können. Ich weiß nicht, wo der Taschenrechner ist. Wir setzen nochmal Klammern. Gucken, ob der Punktrechner mal vorsch. Ey! Klammer soll das sein. Und das hier soll auch eine Klammer sein. Ach, ja. Ja, 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 ja. 34,5. Das heißt, wir kommen mit einer Schmelze aus. Das ist ja super gut. Das ist ja genial. Mit einer Gießerei, nicht mit einer Schmelze. So, wir lassen dazwischen ein bisschen Platz, damit wir nach vorne ein. Man sieht das von der anderen Seite tatsächlich besser, ne? Die Leiter ist echt ein guter Anhaltspunkt. Natürlich. Natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Drecks Scheiß Mist hier. Ach nee, die ist einfach nur ein länger. Ja, muss ich. Das sieht so unsauber aus. Ist auch so unsauber. Oh Mann, ey! Drecks Scheiß. Wie kann man ein Mensch so blind sein? Wieder verrutscht! Mann! So. Jetzt bleibst du da. Hier kommt's raus, da kommt's rein. Arsch lecken jetzt. So. Gucken. 34,5. Du bist jetzt auf 34,5 gestellt. Leck mich. So. Komma 5. Na, jetzt ist der Numblock noch an. 34, Komma Meter. 34,5. So. Jetzt passt's. Meine Güte. War eine schwere Geburt. Müller, ey. Ne, irgendwann wird er ungeduldig und dann kommt so ein Scheißball raus. So, das heißt, wir hauen hier einmal. Zack, den jetzt hin. Dann passt das nämlich glatt und das müsste auch glatt. Jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's wirklich lächerlich. So, dreh dich da rum. Komm da hin, geh da ran. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder diese unschöne Schräge, aber die lässt sich nun nicht vermeiden. Ne, da kriegt man. Kriegen wir vielleicht doch? Ne, so oder so schräg. Können wir es so lassen. So, das heißt, die beiden sind dann schon mal fertig. Wie viel Zeit haben wir jetzt verkleckert? Na, 20 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles geregelt. So. Jetzt müssen wir die hier irgendwie. A zusammenführen und B irgendwo lang führen. Okay. Ich muss jetzt mal Fusionator. Den setzen wir hier hin.
sauber hier an. Das wollte ich frei halten. So, dann Minimum so. Das heißt, da muss einmal auf jeden Fall noch eine Wand hin, wenn wir die da langführen wollen. Das heißt, ich brauche da eine Wandhalterung. Mindestens eine. Eine da, aus Prinzip. Das habe ich mir schon fast gedacht. Eine zu weit drüben. Ich habe da echt kein Auge für, ne? Ich kann mir auf den Kopf stellen, es wird immer kacke. So. Jetzt passt's. Jetzt setzen wir die hier noch. Passe ich da hin. Und dann haben wir das schon mal. So. Das nehme ich weg. Dann bauen wir hier, glaube ich, so einen Split-Turm. Ein hier. Ein hier. So, gucken wir mal. Förderband-Splitter. Sehr schön. Du kriegst von da. Das wird gut. Ich sehe es schon kommen. Ne? Ich sehe Potenzial. So, aber der hier kommt anders, weil wir werden das Produktionszeug nachher hier hinten rausführen, hier durch rausführen. Das heißt, wir brauchen noch ein... Ja, eigentlich trotzdem Splitter. Aber der genau andersrum läuft. So, das heißt, du spuckst das dahin und du das dahin. Das läuft alles sauber gerade. Sehr schön. So. Jetzt muss das natürlich nicht schräg darüber. Das wäre natürlich affig. Das heißt, wir brauchen uns da eine provisorische Wand. Ist das gerade? Nee, das ist nicht gerade. Das heißt, einmal darüber. Und dann so. Ist das gerade? Das ist gerade. Hoffe ich einfach mal. Nehmen das hier weg. Packen das da hin. Schluck. Also wir glücklich. So, dann kriegt der Scheiß schon mal Stahlrohr. Jetzt brauchen wir noch Draht. Wo zum Henker holen wir den her? Das wird hier schon wieder so ficke eng. Das heißt, ja, okay. Dann haben wir die drei Bänder ausgeschöpft. Das heißt aber, wir können den... Du haust mir jetzt einmal ab. Draht? Ja, Draht brauchen wir. Wie viel brauchen wir? Ach, das wird doch wieder so krumm und schief. So, 80 mal 0,75. Weil wegen zweimal, ne? Weil die laufen auf 75%. Hab ich recht? Ich hab recht. So, wir brauchen also... Ja. Ich hoffe, meine Mathefähigkeiten lassen mich gerade nicht im Stich. 80 mal 0,75. Wir brauchen also 60 Draht. Ich sollte mir das irgendwo aufschreiben. Ein Konstruktor haut wie viel raus? Zack. Draht. 30. Das heißt, wir brauchen zwei davon. Okay. Okay, okay, okay. Finden wir dafür genug Platz hier? Sollten wir. Irgendwie kriegen wir das hin. Hier kriegen sie nicht hin. Wir können nicht zwei nebeneinander stellen. Das sieht nachher aus wie Kraut und Rüben. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber... können hier den Zugang nutzen. Hau mal ab. Konstruktor. Bevor wir hier ganz sind, können wir hier das Ding erstmal völlig falsch platzieren. Weil Müller einfach Müller ist. Hau ab. Und du passe ich daneben, bitte. So.
Das heißt, wir müssen da nur noch irgendwie mit Schmelzen ran. Ich will über diesen Mittelpunkt hier nicht hinaus. Das ist mir gerade wichtig. Aber das passt sogar. So. Hier zwei Schmelzöfen dazu. Oh, ich muss jetzt mal gucken. Brauche ich zwei? Nächste Frage, ne? Kupferbahn, haut raus. 60. Ja, habe ich mir gedacht. Hat 60, braucht 60. So. Dann wird das hier rüberjagen. Und dann holen wir uns das hier zusammen. Die Frage ist, wo? Logistik. Förderbandfusionator. Ich könnte den jetzt hier zusammenführen und dann irgendwie in einen hier auf der Mitte rüberführen. Das will ich aber eigentlich vermeiden. Weil ich das doof finde. Denn nachher soll das einmal hier und einmal hier rausgehen. Das heißt, ich muss das mindestens von wo anführen? Wir gehen mal, wir machen mal so. Dann legen wir das hier nach oben, damit man hier noch halbwegs laufen kann. Dann sind wir hier genau auf dem Strich. Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz beschissener Punkt. Moment. Nochmal Fusionator. Genau hier drauf. Du schmeißt das nach da raus. Und ist das hier ein bisschen schiefes Band. Was schon mal absoluter Bullshit ist. Das will ich eigentlich vermeiden. Okay, ich ziehe die hier trotzdem erstmal zusammen. Ich ziehe die hier erstmal zusammen. Ist, glaube ich, die sauberere Lösung. Aber nicht so weit dahinter. Ah, guck mal. So können wir es machen. Den einmal weg. Dann haben wir hier. So. Da sauber dran. Da sauber dran. Gehen einmal hier rüber. Und dann bis. Das müsste zu weit sein. Wo guckt der raus? Da kommt der raus. Und dann sind wir da sauber drüber. Na, geht doch. Ist doch. Ja. Ist zu rechtfertigen. So, das heißt, die laufen dann schon mal. Dann haben wir schon mal Stadttoren. So, hier hinten brauchen wir Fusionator. Wie ist das, wenn ich... wo haben wir sie? Hier ein Fusionator. Der nach da ausspuckt. Wir bauen wieder so einen schicken kleinen Turm hier. Und unterfüttern ihn dann nachher. Zack. Und zack. Passt sauber. Sehr schön. So, da setzen wir jetzt hier diese netten kleinen Stützen runter. Zack, 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 zack. Hat man einen abgestützten Fusionator. So, der spuckt das dann hier hin. Scheiße. Ja, mitgedacht hat was gebracht, ne? Führe ich das da unten ab oder mache ich einfach noch einen drauf? Ich glaube, ich setze einfach noch einen drauf. Das ist, glaube ich, die sauberere Lösung. Halt. Erst einmal. So. Kommt das weg, das weg, das weg, das weg. Du spuckst das darüber. Hier stützen wir einen höher ab. Und hier machen wir 1, 2. Und 1, 2. Und dann gehen wir das hier rüber. Da müssen wir tatsächlich einmal auf Nummer sicher gehen. Ja, da passiert es nämlich ganz gerne mal, dass er sonst auf der Schiene landet. Und das wollen wir nicht. So. Tada, Stadttoren gehen auch raus und wir können das Band dann sogar hier rüberlegen. Wie gut ist das denn? Ne, also, mehr geht nicht. Mehr geht schon, aber mehr kann ich nicht. Bin halt unfähig. Jetzt hat die Zeit sagt, so ziemlich vorbei.
Genauso wie mein armer Kaffee. Oh, der letzte Schluck war ganz schön kalt und ganz schön eklig. Bäh. Oh, war das... Bäh. Widerlich. Widerlich. Meine Güte. Das war ja richtig ekelhaft. So. Jetzt haben wir das hier auf jeden Fall schon mal eingehalten. Wir ziehen hier noch so einen Torbogen durch. Batz, 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 batz. Und teilen die Fabrik quasi an die Hälfte. Bis hier hinten. Und dann sagen wir einfach mal... Ne, hier muss er nur Kupfer lang. Hier kommt Kupfer lang. Alexa will mich über irgendwas informieren. Das ist ja ganz lieb von ihr. Aber das will ich gerade nicht. Also halt die Fresse. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dich gerade hören will. Also halt's Maul. Blöde Kuh. So. Hier kommt das Kupfer lang. Was denn jetzt? Schon wieder Autosave? Ich habe den immer noch nicht umgestellt, ne? Dreckscheiß. So, kommst du hier? Oder kommt ihr hier? Ne, ihr kommt hier sowieso nicht. Ihr braucht noch ein Fusionator. Ein Splitter. Der das Ganze einmal sauber aufsplittet. So. Und so. Das heißt, die beiden Wände werden auch nicht solche Wände, sondern solche Wände. Das heißt, hier können wir auch wieder schön ein Türmchen hochbauen, wo man dann hochklettern kann. Das passt ja wie geleckt. Zack, zack, zack. Ne, eventuell können wir hier sogar die Werkstoffe zusammenführen. Und einen Lift nach oben machen. Das wäre perfekt. So. Aber nichtsdestotrotz kommt hier dann so einer ran. Und das kann hier sauber durchlaufen. Zack. Das heißt, wir holen auch von hier... Will ich das so haben? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Das würde nämlich heißen, dass wir da noch einen hoch müssten. Aber ein schiefes Band will ich halt auch nicht haben. Da habe ich doch glatt eine Idee. Organisation. Wir machen hier wieder die schönen Gehwege ran. So. Und so. Und dann können wir nämlich einfach so. Und so machen. Dann sind wir da ein höher. Und machen das gleiche hier nochmal? Fragezeichen. Ich bin mir unsicher. Ich muss da mal oben rauf. Komme ich von hier noch oben rauf? Ja. Locker. Easy peasy. Guck mal, hier sogar eine Schnellwahlleiste. Das ist ja herrlich. Oh, mir geht der Beton aus. Pünktlich zum Ende der Folge. Das ist ja herrlich. Dein Ernst? Ich spring ja jetzt rauf. So, dann kommt die hier nämlich an. Dumm, 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 dumm. Müller, manchmal bist du nicht der Hellste. Manchmal bist du einfach nicht der Hellste. Das funktioniert natürlich nicht. Aber du kannst das so rausschmeißen. Und dann... Bimogides. Dann haben wir nämlich hier so einen Doppelausgang, was mal gar nicht zu diesem Dreifachausgang passt. Wie meinen das? Ich könnte auch... Wie mache ich denn das? Das ist doch scheiße. Ich könnte mir das einfach weniger schwer machen. So, so. Kommt Kupfer jetzt einfach von da. Fertig. Hat sich die Laube. Zack. So, so. Und so. Und dann kommst du hier nämlich einfach anders hin. Passt das? Das passt wahrscheinlich nicht.
Aber wir können, glaube ich, noch einen rüber und dann müsste es passen. Logistik, Förderband Fusionator. Können wir bis hier ran? Das ist, glaube ich, Kotzgrenze, ne? Dann würde das nämlich passen. Das ist erstmal falsch. Da muss ein Splitter hin und kein Fusionator, ich Idiot. So. Das passt nicht. Das ist doch... Das ist Wirk. Das ist wirklich so eine Kotzgrenze, was man bauen kann. Das geht. Ja. Und dann haben wir hier nämlich das Problem. Aber wir können einfach so machen. So. Ah, kriegen wir immer noch nicht hin. Schade. Ja, dann wären wir hier sauber dran. Und könnten hier ein Band rüberlegen. Das müsste sogar gerade sein. Ja, ist es auch. Okay. Wieder irgendwie anders. Du kommst mal weg. Wir haben ja noch die Möglichkeit, jetzt einfach hier ranzugehen. Bin ich mir nur nicht sicher, ob das läuft. Wäre aber geil. Wäre leider geil. Das ist leider schief. Ey. Ja, da haben wir es nämlich schon. Eingang da, Ausgang da. So. Du darüber. Du darüber. Und dann testen wir das gleich mal aus, ob das funktioniert. Ob das hier überhaupt ankommt. Brauchen wir gerade einen Container. Quatsch-Organisation. Hier, das ist ein Lagercontainer. Jetzt sitzt der auch noch. Ah ne, jetzt kann ich falsch dran. Ich kann hier nur nichts damit anfangen. Muss man gerade irgendwo ein bisschen Kupfer upgraben. So. Hier passt aber ein Container hin. So. Mehr hier. Schieb das mal nach oben. Jetzt holen wir uns mal fix hier hinten vom Förderband ein bisschen Kupfer. Und gucken, ob das klappt. Da liegt es ja zum Glück schon. So, und jetzt macht sich das doch tatsächlich bezahlt, dass ich ein Idiot bin. Scheiße! Komm, komm, komm. Ach, komm schon. Dann rennen wir halt hier hoch. So. Wir müssen hier nochmal einen Weg draufbauen, ne? Dann haben wir so ein schönes Tor und bringt uns gar nichts. So, Kupfererz. 45 Stunden in der Hand. Naja, durchs Umbauen vorhin. Scheiße, ich wahrscheinlich im Inventar gehabt. Mies noch eins. Schnell einen Kaffee. So. Jetzt kotzen wir den einmal hier rein. Rödel, rödel, rödel. Was? Kupfererz. Und gucken, ob das hier rüberkommt. Ne. Der splittet es nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, aber wir könnten noch versuchen, denn er bietet mir hier den Snap an. Snap. 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 Snap, snap. Jetzt läuft der... Na, wir gucken mal. Was? Nicht genug Freiraum? Ist das nicht wie in dem Lift? Wo snappst du jetzt gegen? Wo ist dein Problem? Was kollidiert da? Wahrscheinlich der Lift. Sieht auch einfach unmöglich aus. Sieht auch einfach unmöglich aus. Okay, wir experimentieren weiter. Kann ich nicht einfach... Ja, warum mache ich es mir so schwer? Guck mal, ich kann aber hier rangehen. So. Und. So. Dann
mal gerade. Manchmal. Manchmal stehe ich selber ein bisschen auf dem Schlauch, ne? So. Und dann hier einfach so. Dann müsste das ja auch passen. Ja. Gerade. Gerade. Müller, ey. Müller, Müller, Müller. So, wo ist jetzt das Scheißkopf hin? Da. Na klar, kann ich testen. Ist Blödsinn, aber. So, kommt hier alles an. Rödel, rödel, rödel. Alles sauber aufgeteilt. Mal sehen, wo. Mann, 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 Mann. Manchmal stellt er sich an wie der erste Mensch. Zack, zack. Weg damit. So. Haben wir Kupfer schon mal versorgt. Das hier bräuchte auch nochmal eine Versorgung. Das kriegen wir aber relativ schnell und easy hin. Das machen wir mit denen hier. Oder, oh nee, das machen wir anders. Das machen wir anders. Moment. Muss das Förderband vielleicht nochmal weg? Ah, hier haben wir die Dinger. Moment. Passt auf. Die finde ich gut, die finde ich gut, die finde ich gut. So, erstmal da eins hin. Und dann nochmal hier einer drauf. Und dann sagt er, kann ich mir... Kein Beton! Scheiß. Moment. So, da bin ich wieder. Und jetzt kommt eine geile Idee. Jetzt kommt eine geile Idee. Meine Kamera steht. Na, mehr oder minder. Passt auf. Kleiner Yoshi-Trick. Ne, das ist das, was ich beim letzten Mal schon angesprochen hatte. Aber jetzt nochmal richtig für euch mache. Ich habe es gerade schon mal gebaut, nur ohne Aufnahme. Hä, hey, clever wie ich bin. Aber schied egal. So, wir brauchen nochmal Fundamente. Die habe ich doch eine Schnellausfahrt, ich doof. So. Jetzt kann ich nämlich hier, dadurch, dass ich da einen Weg habe, um die Hälfte versetzt, und zwar sauber versetzt, da ein Fundament setzen. Kann da auch nochmal eins drunter setzen. Und hab dann die beiden hier. Auf der richtigen Höhe auch gleich. Und, das wird euch auch gefallen. Ich baue mal gerade einen Weg hoch. So, bevor ich hier dreimal rauf und runter springe. In der letzten Aufnahme habe ich übrigens richtig geflucht. Alter Vater. Egal. So, dann kommt hier das halbe Fundament. Hier endet das Ganze. So, und da wir jetzt hier natürlich so einen einzelnen Drecksack langlaufen haben, ne, der geht hier rein. Und wir haben natürlich kein so ein schönes Ausgangsding mit nur einseitig. Nehmen wir hier einfach die Tür. Drehen die einmal und dann läuft das da sauber durch. So, hier haben wir das Ganze halb versetzt. Genauso wie die Gießerei. Und können deswegen sauber hier rangehen. So. Hier hattet ihr ja gerade schon gesehen, da sitzt noch so eine Stütze. Die sitzt aus gutem Grund, damit wir nämlich das machen können. Und das. Dann haben wir die Zufuhr hier sauber dran. Das läuft alles durch diesen kleinen Kanal. Und dann ist das eigentlich schon cool. Machen dicht. Hier setzen wir das hin. Holen uns jetzt noch ein paar auf. Obwohl, wir können da eigentlich... Wo ist es denn? Bin ich doof? Wände. Ich brauche doch Wände. Ich könnte das auch mit denen machen. Das farblich ein bisschen abheben. Ja, das finde ich gut. Ich mache das mit denen hier. Ich muss natürlich nochmal einen drunter setzen. War ja klar. Das heißt, ihr müsst nochmal weg. Scheiße. Aber halb so wild. Das muss weg. Und das. Das muss weg. Und dann kommt der hier einfach ran. Dass sich das Ganze farblich ein bisschen absetzt. Hier haben wir ja zum Glück auch Türen. Tür links. Geht das dahin. Und dann knolzen wir einfach hier weiter rüber. Und wir müssen da erst nochmal hoch. Ja. Wie ich es hasse, auf diese Dinger raufzuspringen. So, und jetzt da rein. Sehr schön.
da. Du. Lass. Snap da an. Snap da an. Du sollst hier snap. Richtig rum werden anfangen. So. Klar, sonst ein Snap. Brut. Hier rüber. Da nochmal ranlegen. Zum 5000. Mal heute. Und dann einfach. Hier müssen wir trotzdem nochmal einen runterbauen. Damit wir den hier hinkriegen. Zack. Alles sauber verschlossen. Das nehmen wir weg. Und dann können wir, damit das Ganze ein bisschen sauberer aussieht, hier nochmal so einsetzen. Können sie sogar so machen. Auch cool. Das eine führt hier hin, das andere führt dahin. Und dann haben wir die Fabrik sauber hier hingeknolzt. Hier bauen wir, was bauen wir hier rauf? Erstmal ein Dach. Da auch wieder ein Dach. Alles dicht. Ne, da das Förderband kommt nachher woanders hin. Das heißt, ab hier sieht man die Förderbänder nicht mal mehr. Wie geil ist das denn? Bis hier und bis hier. Ne, ich könnte sogar da schon dicht machen. Wäre auch eine Option. So, müssen wir hier nur wieder sauber gegen. So, so, so. Ist da erstmal dicht. Ja, das sieht natürlich affig aus. Das war dumm, 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 dumm. Wenn wir schon so haben, dann sollten wir das auch so beibehalten. So. Bis hier hinten lang. Hier werden wir die drei wieder brauchen. Zack. Das kann weg. Und dann haben wir die Seite auf jeden Fall schon mal fertig. Da gönnt er sich einen Schluck Kaffee. Ich finde, das hat er gut gemacht. Und da kann noch eine Wand vor. Einfach, weil es schöner aussieht. Zack, dicht. Wir setzen hier auch nochmal gleich ein paar Wände lang. Damit wir einen optischen Eindruck gewinnen. Zack, zack, zack. So, und jetzt haben wir das Schöne, wenn wir uns das mal von außen angucken. Wir laufen mal ein Stückchen. Los, hoch da, Assi. Zack. Hier natürlich noch keine schöne Wand lang gezogen. Ätzend. So, so, so. Na komm. Ist denn jetzt ungültiges Ziel? Willst du mich rollen? Jetzt haut er ja ab. Mann, ey. So. So, und wenn man dann hier einfach guckt, hat man keinen rechteckigen Kasten. Kommen wir hier hoch. Komm, komm, komm. Ne. Nein. Nein, 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 nein. Nehmen wir den hier. Nehmen wir die Abkürzung. Ach, leck mich doch. Egal. Ganz regal. So, aber auf jeden Fall hat man dann keinen hässlichen Kasten, der hier einfach rumsteht. So, man hat hier eine Ecke. Da hinten ist eine Kante mit dem Dings nach oben nachher noch und die Fabrik geht noch ein Stückchen weiter nach hier links rüber. Ne, was wir hier jetzt reich reinklatschen, weiß ich noch gar nicht. Weil so viel Platz ist hier ja gar nicht mehr. Das kann man hier weg. Hier werden jetzt die Stadttoren gebaut. Ja. Als nächstes würde anstehen, wir gucken mal einmal, damit wir schon mal einen Peak für die nächste Folge haben. Native Steuereinheit. Kommt von außen, kommt von außen. Platinen. Platinen. Und da kommt das Plastik von außen. Und wir brauchen das Kupfer. Ich habe mich vorhin verrechnet. Ah ja. Das Kupfer hier muss ich nochmal splitten. Das heißt, der sitzt eh schon mittig. Oh, das gefällt mir auch. Das finde ich auch richtig gut. Logistik, das machen wir noch. Förderbandsplitter. Da rein. Zack. Oh ja, das gefällt mir.
Mann. Irgendwie funktioniert das mit dem Abreißen aktuell noch nicht so geil mit der Version. Aber gut. Ach, der sitzt schon sauber dran. Das ist ja herrlich. So, du gehst da ran. Und dann können wir hier nämlich... Wände. Ach, leck mich. Komm. Was soll denn das, ey? Ja, den auch noch. Wenn es dich denn so sehr stört. Es hat eine Kollision haben, das andere nicht, ne? Das ist so affig. So, und so. Und dann kriegen wir es hier sauber raus. Mit einem scheiß Schacht. Richtig gut. Das heißt, hier können dann kommen schwere modulare Rahmen, Computer und Plastik. Genau. Und Plastik. Für die Platinen. Ja, dann müssen wir hier nur noch Kupfer hinbauen. Ne, das Plastik kommt von außen. Und dann ist das hier auch schon fertig. Das heißt, nächste Folge sind wir schon fertig mit der Scheißfabrik. Das ist ja relativ minimalistisch. Easy peasy. Jetzt habe ich das Ding falsch rumgebaut, ne? Das sind ja so Sachen, die stören mich dann, ne? Muss ich wohl nochmal neu bauen. Ah, diese Folge will schon wieder nicht enden. Ne? Warum? Weil ich es dann doch ordentlich gebaut haben möchte. Und euch nicht mit so einem unfertigen Mist hier rausgehen lassen will. So. Von da kommt's. Bauen wir lieber nochmal, weil ich dem nicht traue. Bin ich bescheuert? Oh, meine Güte. Wie oft will ich es denn noch machen? So, Wände, die Scheißwand und so rum muss sie. So, so rauf, meine Fresse noch eins, ey. Kann sich auch glatt anstellen. So, so, so und so, leck mich. Fick dich, Spiel. Fick dich. Fick dich richtig hart. So. Sitzt. Sehr schön. Den Rest holen wir hier rein. Wir müssen mal gucken, wie viel Platz wir tatsächlich für die Platinen brauchen. So viel ist es ja im Endeffekt gar nicht. Ist ein bisschen Kupferrohr, ein bisschen und ein Manufaktor am Ende. Ne, das wird ein echt flaches Gebäude. Das wird... eventuell fast einstöckig. Naja gut, ganz einstöckig wird es nicht werden. Das kriegen wir wohl nicht hin. Aber löppt. Löppt sehr gut. Und hier oben können wir dann wieder irgendwie abnehmen. Schön. Ich bin glücklich. Ich bin richtig glücklich. Mir gefällt das. Markus gefällt das. Oh, die... weiß nicht, warum die Facecam gerade so ruckelt. Tut mir leid, die letzte halbe Stunde. Kann ich jetzt aber erstmal nicht ändern. So, wie dem auch sei, ich danke euch wieder einmal herzlich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat und wenn euch der Entwurf hier so ein bisschen gefällt auch, lasst gerne ein Like da, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst alles Mögliche da. Lasst mir was da, ich will was haben. So, ne, ich bin ein gieriger kleiner Junge. Und ja, wünsche euch dann jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Und bis dahin, reingehauen.